Servus, Hallöchen und damit recht herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. So, unser Schiff ist repariert, mittlerweile halbwegs. Das andere Schiff ist weg. Das ist nicht so gut. Da war noch ein bisschen Zeug drin. So. Wir haben noch wieder was zu reparieren. Das müssen wir dann später reparieren. Den Hyperantrieb. Aber wir können... Platin müssen wir auch noch irgendwo finden. Platin kriegen wir, glaube ich, von Dings noch, von den Wächtern. Aphenium kriegen wir und Pecknium kriegen wir, glaube ich, auch von den Wächtern. Schon alles täuscht. Wir brauchen noch Chlor, magnetisiertes Ferrit. Chlor kriegen wir das nicht durch Salz? Hatten wir nicht Salz zurückgekriegt, oder? Dazu. Salz, wir haben Salz gekriegt. Kriegen wir das nicht durch? Können wir da nicht Chlor rausspalten irgendwie? So. Ja, hier kriegt man Chlor raus. Sehr gut. So ein Ding hier, ne? Müssen wir es dann vielleicht mit Wächtern anlegen, um noch ein bisschen Technik und so ein Zeug zu kriegen? Kobold und Silber. Gold. Wie war das jetzt wieder mit dem Dings? Achso. Trinium kriegen wir hier raus. Okay. Hier Wasserstoff kriegen wir aus den Dingern raus. Haben wir hier auch noch was rumliegen? Verdichteter Kohlenstoff kriegen wir aus den großen Teilen raus. Das ist schon mal geil. Ja. So, das müssen wir auch gleich mal machen hier. Gehen wir hier noch mit raus. Hier gibt es eher wieder vier Wasserstoff mit raus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein neues Lasergerät suchen. Hier können wir einiges an Ferrit abstauben und Dings, hier Wasserstoff. Ganz, ganz wilder Planet.
Aber es gibt auch geile Ressourcen hier. Ich will endlich in die Dings. Die Anomalie. Müssen wir noch alles machen, um in die Anomalie zu kommen. Warte mal, wir haben bestimmt jetzt hier Dings fertig. Mit Chlor müsste fertig sein. Unser Favorit. Ritstab. Technologie aufgeladen. Hier brauchen wir Chlor auf jeden Fall. Zack. Brauchen wir auch Chlor. Hier können wir auch Chlor gebrauchen. Den nehme ich schon mal durch. Chromatisiertes Material brauchen wir hier noch. Platin. Gold. So, was brauchen wir jetzt noch? Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo ein paar Wäscher kriegen. Weil es gab hier Wäscher, was weiß ich. Also ich will aufpassen, was wollte ich jetzt? Ich würde mal kurz gucken, was brauchen wir hier noch? Magnetisiertes Ferrit brauchen wir hier auf jeden Fall noch. Brauchen wir hier noch was anderes an Ferrit-Zeugs? Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Lassen wir das magnetisierte Ferrit erstmal durchquälen. Und gucken mal kurz nach. Goldansammlung haben wir da drüben. Die ist aber schon leer, das weiß ich. Das ist noch eine Goldansammlung. Magnetisiertes Ferrit. Goldansammlung, magnetisiertes Ferrit, Goldansammlung, Goldansammlung. Das Kupfer hatten wir schon. Haben wir noch Kupfer dabei? Nehmen wir wirklich viel Kupfer. Ionisiertes Kobold, okay, cool.
Man kann ja theoretisch auch mit dem Flieger dann losfliegen. Schon am nächsten Freitag. Mal gucken, wo Dings ist. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kupfer. Goldansammlung. Brauchen wir Kupfer. Kupfer brauchen wir. Goldansammlung. Da muss ich noch ein bisschen Kupfer brauchen. Ah, das ist das Kupfer, was wir schon hatten. Naja. Ich dachte, wir kriegen mal Wächterbesuch, aber anscheinend ist das mit den Wächtern momentan auch so eine Sache. So viel ist da nicht los. Hier noch so zerlätschen. Jetzt haben wir hier magnetisiertes Verrott. Ist gut. Jetzt haben wir noch hier Barkuppers. Die auch noch durchlaufen lassen. Ich meine, das können wir auch in der Raumstation kaufen, das Zeug. Picknium haben wir gekriegt. Kriegt man von den Viechern, ne? Raumschiff. Mit an.
schön auch rumhitzen. Ja. Hier sind drei. Können wir uns mal einverleiben? Verleiben wir uns ein. Schiff repariert, alles repariert. Ich selber aber eine Fore. Ah.
10 Wächter zerstört, yay. So, da haben wir es ja erledigt. Wahnsinn, ey. Jetzt sind wir mal fast in die ewigen Jagdgründe. Komponenten extrahieren. Was extrahieren wir jetzt hier raus? Ich weiß jetzt nicht, was wir gekriegt haben, aber okay. Ah. Ach, hier. Okay. Aber mehr konnten wir jetzt ohne ihn machen. Wir haben kein Porphinium gekriegt. Platin kriegen wir auch keins draus. Schade. Ich will jetzt wieder den Controller, bitte. Würdest du dich jetzt mit meinem Controller auf der Bitte? Feinlicherweise hast du dich in die Verbindung aus. Jetzt können wir losfliegen mit unserem neuen Schiff. Brauchen wir auf jeden Fall die Schrotflinten-Adaption davon. Gucken wir, was wir dort gefunden haben. Ich glaube, das war eine Dingsnarm. Ein Terminal blinkt und erwacht einige Eingaben. Daten herunterladen. Sendet um ein Lebensraum einzugreifen im Krieg, Löschung aus Geschichte, Weiterführen von Schöpfung Protokoll, okay. Wächter beseitigt Spezies, Kehre nicht zurück. Diagnose, Fehler, Datenverlust, Fehler. Er zeigt weiterhin Abweichung vom ursprünglichen Programm und kann sehr leichte Konfliktszenarien modellieren. Datenverlöschung, ja, alles klar. Hat uns jetzt irgendwie nicht gebracht, hier zu landen. Ich dachte, jetzt ist hier irgendwas. Das sieht aus wie Nicht-Kupfer. Wenn man das halt nicht eindeutig so aufnimmt. Auch nimmt man wieder Kupfer. Achso, 24. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, die Sier das verrät, alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Sier das verrät. Ah, guck mal. Nehmen wir uns auf jeden Fall noch schnell mit. Ich weiß zwar nicht, was ist hier, aber
gucken, dass wir alles, was glänzt, mitnehmen. Gut. Und dann rüber zum Kupferfeld. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Mit Pau. Tschüss.